Ja, so ähnlich sieht das gleich auch aus, wenn ich da lang peitsche. Wartet ab, jetzt geben wir Gas. Oh, Alter, hab ich einen Schreck gekriegt. Ach du Scheiße, mein Herz, Junge. So, es wird mal wieder Zeit für ein kurzes, aber knackiges Video. Und knackig könnt ihr hier wörtlich nehmen. Es ist nämlich knackig kalt. Nicht nur unterm Hintern, auch an den Beinen, an den Händen. Wie ihr sagt, die Handschuhe sind nicht wintertauglich. Aber sei es drum. Ich darf nicht so schreien. Ich habe ein Mikrofon im Helm. Muss man sich erstmal dran gewöhnen, dass man gar nicht mehr so schreien muss. Also, es tut ja nicht Not, ne? Man kann auch leise sprechen. Das müsste funktionieren. Ich habe es nicht getestet. Boah. Quält sich das Moped immer so ein bisschen hoch, geht immer ein bisschen bergauf. Na gut. Also, worum geht es in diesem Video? Erstmal ein bisschen Trash-Talk, wie ihr es gewohnt seid. Also, heute Abend die Tankverlosung vom Zweiradgeber auf meinen Livestream bzw. auf Twitch. Ich gebe zu, ich bin übelst aufgeregt. Es kommt nicht so oft vor, dass ich mal was Tolles verlosen kann. Auf jeden Fall möchte ich den glücklichen Gewinner jetzt schon mal gratulieren. Der Stream war erst in ein paar Stunden, aber egal. Weil ist ja eigentlich noch aktuell. Nee, das hast du jetzt nicht immer. Ist der Sprit alle? Oh oh. Das kann nämlich echt sein. Ich war nämlich nicht tanken. Ne, ist nicht alle. Ich dachte jetzt echt, der Sprit wäre leer. Gut, Reserve hat man ja immer noch. Ich mag es nämlich gar nicht, mit einem fast leeren Tank rumzufahren. Und das ist in diesem Fall, ist ja fast leer. Ich wollte eigentlich tanken, guck zu Hause nach. Ich habe locker 5 oder 6 Kanister, alle durchgeschüttelt, alle leer. Da war wohl jemand unterwegs. Ich war es nicht. Nee, nee, die waren nicht alle voll, die tankt, von daher. Worum soll es in diesem Video gehen? Um die Kastenschwinge, die ich verbaut habe. Also, gibt es Gründe für eine Kastenschwinge? Ich würde sagen, ja, einige. In meinem Fall, nein. Also, ja, aber auch nein. In meinem Fall, ich habe es wirklich gemacht, optische Gründe. Es gefällt mir optisch mega gut, wenn da so eine Kastenschwinge verbaut ist. Da muss ich jetzt aber auch mal Props an ZT-Tuning rausgeben, weil die haben es geschafft mit Gutachten. Also du kaufst einfach eine Kastenschwinge, baust du ein, Plug and Play. Ich würde tatsächlich mal probieren, ob ich jetzt was merke. So beim Fahren, es ist straff. Das Moped ist wirklich sehr, sehr straff abgestimmt. Ich habe es noch nicht mal so groß ausprobiert. Das machen wir gleich mal. Mal sehen, wie sich das Moped dann verhält, wenn man etwas schneller fährt. Ja, Gelände hätte ich gerne gesagt, aber ohne Scheiß, ich bin so unbeweglich gerade, weil ich so durchgefroren bin. Warte mal, ich fahre mal hier eben drauf. Mal einen kleinen Test machen, kommt da ein Auto? Nö. Keiner gesehen. Also springen klappt super. Hat jetzt keiner gesehen, hoffe ich. Spring funktioniert. Wir fahren mal hier nach rechts. Oha, oha. Ey, das fährt sich echt angenehm. Kann ich euch das schon sagen? Es fährt sich straffer, aber nicht unangenehm. Wirklich, es fährt sich wirklich sehr, sehr gut, komfortabel. Wartet mal, das liegt aber auch an die Stoßdämpfer. Ich habe die verlängerten Enduro-Stoßdämpfer, davon aber die günstige Variante. Aber die machen ihren Job wirklich gut. Im Gelände ab und zu mal, ja, da könnte man schon ein bisschen meckern. Aber ohne Scheiß, dann müsste man halt auch mal mehr Geld ausgeben. Ach, na gut, ich bin froh, dass ich die jetzt verbaut habe. Ich habe die zu Weihnachten von meiner Frau bekommen. Hatte ich aber, glaube ich, im letzten Video erwähnt, oder? Ich mache ein paar Bilder für Instagram. Ach so, Instagram vergesse ich jetzt letzte Zeit immer und immer wieder, ja. Einfach mal den Link abchecken, den ich unter der Videobeschreibung packe. Pass auf, von dieser Kastenschwinge, was ich euch eigentlich noch sagen wollte, von dieser Kastenschwinge gibt es noch eine legale Version. Man bekommt die hier eingetragen. Natürlich ist ein bisschen umständlich mit Einzelabnahme. Aber ohne Scheiß, wenn ihr einen TÜV-Prüfer eures Vertrauens gefunden habt und der ein bisschen Simson begeistert ist, der weiß, dass das einfach nur ein zusätzliches Sicherheitsplus für das Moped und für euch auch bedeutet. Na gut, was noch zu sagen gibt, zu dieser Schwinge gibt es noch eine Originale, alles klar, du bist auch ein bisschen plemplem im Kopf. Zu dieser Schwinge gibt es noch eine mit einer gesunden ABE, das heißt einbauen, Plug and Play, bist du fertig damit. Wirklich, du baust es ein,
Du hast deine ABE, fährst damit zum TÜV und alles ist fein. Hast du keine Kopfschmerzerei oder irgendwas. Kostet, ich möchte sagen, bei ZT-Tuning 129 Euro. Ich mache für die, die sowas machen wollen, sehr gerne ZT-Tuning. Kann ich wirklich nur empfehlen. Da haben sich die Leute mal echt einen Kopf gemacht und ich feiere das mega. Stay Nutty hatte dazu ein Video rausgebracht vor 3 Tagen, möchte ich sagen. Und ZT-Tuning selbst hatte auch ein Video rausgebracht. Ich blende das auch mal kurz ein. Ja, mit dieser Weihnachtsüberraschung. Ich feiere es mega. Ohne Scheiß. Ich liebe die Kastenschwinge. Ist leider nicht die von ZT. Wenn ihr aber wirklich legal, ohne Kopfschmerzerei und auch wenn es nur als optisches Highlight dienen soll, ich kann die empfehlen. Wiesenmoped oder für jemanden. Alter, wie Gott. Wollen wir ihn ein wenig begleiten? Allerdings, der dreht eh mal am Gas an, da ist der verschwunden. Wisst ihr, was wir machen? Wir fahren ja jetzt auch lang. Scheiß drauf, Moped, da musst du durch. Du hast eine Kastenschwinge, die muss ausprobiert werden. Was für ein Zufall schon wieder. Fährt da einer mit einer Crossspazier. Ja, so ähnlich sieht das gleich auch aus, wenn ich da lang peitsche. Wartet ab, jetzt geben wir Gas. Oh, ich will nicht zu laut schreien. Ich weiß nicht, wie empfindlich. Upsi. Wie empfindlich das Mikrofon ist. Jetzt zeigen wir dem mal, dem Gelände mal, was eine Simson kann. Oder auch nicht. Pass auf, ich fliege übel auf die Fresse. Lande im Dreck, sehe aus wie eine Moddersau. Und das Moped ist kaputt. Erstmal Beine hochnehmen. Ja, sieht doch fast so aus, oder? Oh. Uiuiui, sandig. Ich mag das ja mit dem Springen immer. Wisst ihr, was ich mir hier so eine Senke? Ach du Scheiße. Wo ich Gas geben, kam nicht vorne hoch. Oh. Einfach in seiner Spur bleiben. Da kann nichts passieren. Ach du Scheiße. Also ich habe vorne eine SR50 Telegabel. Meine Bodenfreiheit ist wirklich enorm. Ach du Scheiße. Also Kastenschwinge, halt mal fest. Ich empfehle sie euch. Wenn er sicher gehen soll, gebt ein bisschen mehr Geld aus. ZT-Tuning, schon geil. Das soll's von ZT-Tuning. Oh, Alter! Das poltert rein. Das soll's von ZT-Tuning noch einen Lenker geben, der sieht aus wie der Pro-Taper. Oh, Alter, hab ich einen Schreck gekriegt. Ach du Scheiße, mein Herz, Junge! Oh. Ach du Scheiße, hab ich einen Schreck gekriegt. Holy shit. Kupplung ziehen. Ich brauche eine Pause. Alter, hab ich einen Schreck gekriegt. Ne, für sowas bin ich zu alt. Kannst du doch nicht so einen Schrecken einjagen? Bist du verrückt? Ich liebe Crossmaschinen. Ich weiß nicht warum und ich werde immer verrückter mit dem Mist. Klingt wirklich sehr gut. Ihr könnt das nicht hören. Ich schreie schon wieder, oder? Ich habe wirklich Angst, dass das im Mikrofon... Mit Wheelie. Echt jetzt? Oh, come on, Bro. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Mann, jeder kann Wheelies. Nur ich nicht. Oh, Mann. Was wieder ein verrücktes Video, oder? Vielen lieben Dank, dass Mick nochmal einen Schrecken eingejagt hast. Du willst irgendwas über eine Kastenschwinge erzählen? Und dann passiert sowas. Ich bin schon wieder durch. Und heute Abend noch der Stream. Das wird komplett wild. Vielen lieben Dank, dass das euch angeschaut hat bis zum Ende. Grüße gehen nochmal raus an den Kollegen. Du hast, ey, hier, kleiner Tipp, du hast dein Kennzeichen verloren. Dein Nummernschild ist weg. Toller Witz, alles klar. Jungs, haltet die Ohren steif. Ich will es Quarantäne und so, das fuckt uns alle ab. Ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Euer Skopel. Ciao, Kakao.